So. Ja, Queen. Und einmal ein Lied, glaube ich, das wir sogar schon hatten. Oder täusche mich, wer es mal meint, hatte das. Das hatte Frank Leffler, hatte Frank Leffler, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Wir hatten auf jeden Fall ein Lied, wir hatten schon einen Song von ihm, Seht ihr das aber, ist. lieber Zuschauer, wir machen das hier alles wirklich live. Wir gucken uns die Videos auch das erste Mal an, weil das einfach für uns auch am schönsten ist, um uns überraschen zu lassen. Ich glaube nämlich auch, dass es Frank Leffler hatte, wer es mal meint. Und Der kommt aber auch nachher noch. der kommt auch nochmal. Der kommt auch nochmal, aber ich glaube dann nicht nochmal mit den Pixies. Aber das ist nur so ein Gefühl. Das Pixies ist ist so. jetzt nicht so, ich muss sagen, also Jens, für so eine Silvesterparty ist das jetzt kein Song, wo die Leute jetzt wahrscheinlich gerade zum Tanzen aufgestanden sind. Vielleicht haben sie jetzt gerade noch eine Runde Carcassonne angefangen, ne? Ja, Oder jetzt vielleicht. aber die muss ja doch nochmal würdigen, ne? Dass die auch da die, hab keine Ahnung von Zahlen und so weiter. Das war schon gut. Also das und dann Where's My Mind ist natürlich Aber perfekter Song lass dafür. mich jetzt einfach, I'm going slightly mad, da hat Lars sicherlich was damit bezwecken wollen, wahrscheinlich irgendwie den Bezug dazu. Ich finde das übrigens total bescheuert, den Song. Das ist aus der Zeit von Queen, wo ich die nicht mehr Ist die späte geliebt Queen, ne? habe. Wenn ich Das das richtig ist sehe, ne? sehr Das, spätes Queen. ja. Was ich jedem empfehlen kann, ist, sich Bohemian Rhapsody anzugucken. Den Film, der ist wirklich gut, finde Habe ich ich. eben ein Video gesehen, war in der YouTube-Playlist, wo tatsächlich dieser Schauspieler, der Freddy spielt, ich weiß gerade nicht seinen Namen, wo die da tatsächlich einmal so einen Cut durchs Gesicht gemacht haben und wie eng der da tatsächlich dran ist, wie gut er das spielt und macht und tut. Und Freddie Mercury, ich finde, in dem Video siehst du schon an, das ist ja, der ist ja schon so, also jetzt gefühlt, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, er ist ja schon so ein bisschen von der Krankheit gezeichnet. Was ich aber ein Fun Fact fand, weil ich habe den Film noch nicht gesehen, aber was ich aus der Preview gelernt habe, ist, dass er, das nochmal nachgelesen habe, dass er tatsächlich sich diese Zähne nie hat richten lassen, weil er mal Angst hatte, dann nicht mehr auf diese Art und Weise weiter gesanglich performen zu können. Das fand ich eine ganz interessante Sache. Nichtsdestotrotz. Aber ich kann das, I feel your pain mit der späten Queen. Das total. Genau. So, jetzt hast du mir gerade ich wollte nämlich jetzt eigentlich noch erzählen, dass ich Marilyn Manson mal eine Rippe hat rausnehmen lassen, aber der hatte. Das passt jetzt überhaupt nicht. Aber Das hätten wir stimmt auch jetzt. nicht. Das ist so eine scheiße Urban Legend. Das ist so, wie loszufahren und zu sagen, früher, wenn du angehalten wirst mit Alkohol, musst du schnell eine Flasche Wodka trinken, weil man dann nicht mehr feststellen kann, wann der Alkohol getrunken wurde. Alles ist so. Oder auch, wenn du an Blitzern vorbeifährst, fahr mit 182 dran vorbei, ab dann blitzen die nicht mehr und so weiter. Dann sitzt du da Sump und Aber am das Arsch passt Revolver. auch, Achtung, Meister der Überleitung, auch das Okay. passt zum Jahr 2020. Was ist eigentlich wahr und was ist nicht wahr und was scheint wahr zu sein? Ja, und wir sind alle mittlerweile Hobby-Virologen. Wir werten Big Data aus. Ja, wir können uns über ganz viele Sachen Gedanken machen. Und wir hatten in der zweiten Staffel, wir haben jetzt zwei Staffeln in einem Jahr jetzt hier schon durchgebucht, hatten wir uns dazu mal einen Anchorman eingeladen. Ja. Ja, erzähl noch mal ganz kurz, wer war das und welche Folge war das eigentlich? Das war die, jetzt muss ich gerade, Südfrüchte. das war Südfrüchte, genau, das war die Südfrüchte-Folge mit nicht nur Konstantin Kuhle, das war nämlich nicht der Anchorman, den du jetzt meinst, sondern eben auch dem wunderbaren Jan Starkebaum. Jan Starkebaum ist Anchorman nicht nur bei Hallo Niedersachsen, sondern macht auch Radio mittlerweile. Und ich glaube, das, was er uns geschickt hat, ich habe dann doch so mal reingeguckt. Ich habe es nicht ganz geguckt, nur einmal reingeguckt. Ich glaube, das hat er tatsächlich dann vorhin aus seiner Sprecherkabine sozusagen beim NDR hier am Maschsee direkt uns rübergeschickt und ich sollte was zu der Folge sagen, ne? Nee, also Südfrüchte? das passt schon. Folge war super. Wir haben tolle Songs gehabt. Wir haben bis heute nicht erfahren, ob Konstantin Kuhle danach eine Bananarama-Woche gemacht hat. Stimmt, das wollte er. Der hatte Beatles am Start mit Strawberry Fields, wo Ja. wir uns auch, das sind nur im Norden Niedersachsen Südfrüchte, aber nichtsdestotrotz, richtig, das müssen wir nochmal nachfragen. Und wir haben im Nachgang viele Komplimente gekriegt. Bei der Folge war es nämlich so, das war nämlich, also egal, whatever, hat er Viele sich Zuschriften, meinst du? viele Zuschriften. Kriegst du also wieder viele Zuschriften bekommen, merkst du? Muss man. Maßnahmen, Maßnahmen, Maßnahmen. Ja. So, Maßnahmen. Ab jetzt Jan Starkebaum. Keine Ahnung, wir reagieren nicht darauf, was er sich gewünscht hat. Wir erfahren Der das Mann ist jetzt auch eine erst. Maßnahme, genau. Alles klar. Corona.
My Corona. Ja, diesen Song würde ich definitiv als mein Hookup für dieses Jahr 2020 sehen. Nicht My Sharona, sondern My Corona. Weil hey, wenn dieses Jahr eins gezeigt hat, dann sind es viele coole, witzige Clips. Die Pandemie hat auch einen ganz besonderen Humor erzeugt und ich hoffe, der bleibt. Ich hoffe, dass auch schwere Zeiten weiterhin gute, lustige Leute animieren kann, die kreative Sachen zu machen. Und für mich passt eben dieser Song dazu. My Corona.